Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Wir haben jetzt die Tapaswochen hinter uns gelassen und jetzt machen wir wieder was in Anführungszeichen Normales. Anna hat unter der Woche ein schönes Curry gemacht, ein schönes After-Work-Gericht, ein Curryhähnchen mit Champignons. Wir machen heute keinen großartigen Abstand, haben wir ja schon gegessen. Also wirklich eine mega geile Sache, wenn ihr von der Arbeit kommt. Schnell gemacht und total lecker. Ja, wenn euch das Video dann gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo, das ihr immer unten rechts machen könnt, freuen wir uns natürlich immer. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr wieder demnächst dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Jetzt noch einen schönen Sonntag und tschüss. Kühnes Kochkanal. Hallo ihr Lieben, bei uns soll es heute Curryhuhn mit Champignons geben und dazu benötigen wir folgende Zutaten. Wir haben hier Hähnchenbrustfilet, Champignons, die ich noch putzen muss, Kokosmilch brauchen wir, Sojasauce, zum Würzen Pfeffer und Salz, ein Curry, ein mildes Curry, Paprikapulver, eventuell noch eine Currypaste. Ich habe hier eine scharfe, die ist halt mit Vorsicht zu genießen. Ja, und zum Anbraten ein Öl. Und was wir daraus machen, zeige ich euch gleich. Zu unseren Vorbereitungen gehört, dass die Hähnchenbrust klein geschnitten wird. Ich habe mich hier für Würfel entschieden. Ihr könnt aber auch Streifen daraus machen. Das ist ganz egal. Auch unsere Champignons sind nun geputzt und klein geschnitten. Ich habe mich für, ja, ich habe sie geviertelt bzw. zur Hälfte oder eben auch die ganz kleinen habe ich ganz gelassen. Hier hinten liegen ganz kleine. Das ist aber auch euch überlassen. Ihr könnt es in Scheiben schneiden. Ich habe gerne ein paar Stückchen drin und dementsprechend wurden unsere Champignons geviertelt. In einer tiefen Pfanne habe ich nun das Rapsöl erhitzt. Da rein gebe ich nun unsere Hähnchenbrust. Tiefe Pfanne, ihr könnt auch einen Wok nehmen. Mir geht es nur darum, dass ich besser rühren kann. Unsere Hähnchenbrust ist nun in der Pfanne gelandet. Die lasse ich etwas anschmoren von innen der Weite. Und dann geht es weiter. So, wie ihr seht, die Poren haben sich schön geschlossen bei der Hähnchenbrust. Wir würzen das Ganze nun mit Pfeffer. Und Currypulver, hier habe ich die Großluke auf, da kann gut ein Esslöffel rein. Und vom Paprikapulver kommt auch noch etwas dazu. Das Ganze werde ich jetzt unterrühren und dann geht es gleich weiter. Ich gebe nun die Kokosmilch und die Sojasauce zur Hähnchenbrust. Ich werde, denke ich, da wir viel Soße mögen, die gesamte Dose Sojamilch, Sojamilch, Kokosmilch verwenden und ungefähr 20 Gramm. Ihr seht, das sind 20 Gramm. Ich denke 3 Esslöffel von der Sojasauce. Das Ganze darf untergerührt werden und danach folgen gleich die Champignons. Auch unsere Champignons sind nun in der Pfanne gelandet. Das kann nun ungefähr 10 Minuten köcheln. Ich denke, 10 Minuten wird es auf jeden Fall brauchen, dass die Champignons gar sind. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe gerade noch mal abgeschmeckt. Ich werde nun noch das ist ein Espresso-Löffel. So viel von der Currypaste werde ich noch dazugeben und unterrühren. Und ich denke, dann sollte es auch soweit sein, dass wir essen können. Ja, man sieht mal wieder nichts. Dazu könnt ihr Reis, Nudeln, Spätzle reichen.
Ich denke, bei uns wird es heute Reis geben, es sei denn, Herr Kühne entscheidet sich für Nudeln. Aber das werden wir gleich entscheiden. Kühnes Kochkanal.